Seid gegrüßt, ihr Lieben. Einige von euch hatten gefragt, wie es denn mit diesen Taucherschuhen, mit diesen Taucherfüßlingen im Winter aussieht, ob es da nicht glatt wäre. Und ich laufe jetzt gerade einen Berg hinauf. Ja. Und da zeige ich euch mal, dass man damit überhaupt nicht wegrutscht. Die sind wie für den Winter geschaffen. Alles klar. Macht's gut. Bis bald. Tschüss. Okay. Mein lieber Patrick hat vergessen zu sagen, dass man sich in den Schuhen natürlich immer bewegen muss, sonst wird es aufhalten. Und das geht auch alles gut auf Zehenspitzen. Und die Bambusschuhe, die wir für unsere Kinder hatten, sind natürlich nichts für Kinder, die sich nur auf dem Schlitten schieben lassen oder die im Tragetuch getragen werden und die Füße nicht bewegen. Also wer nicht in Bewegung bleibt, kriegt auch in denen bei minus 12 Grad kalte Füße, wie es bei uns gerade ist. Und deshalb haben wir unseren jetzt super, ganz normale, dicke, gefütterte Stiefelchen angezogen. Denn das ist uns dann doch wichtiger, dass die Füße warm bleiben.